Hallo. Hier ist gerade voll die Action, deswegen habe ich mal ganz kurz schon vorher den Stream gestartet. Eigentlich wollte ich noch die letzten 12 Sekunden oder was das war abwarten. Aber wir werden hier gerade angegriffen. Man hört mich, ne? Ja, irgendwie sind da hinten schon wieder zwei, drei stuckt. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was wir zum Schluss gemacht haben, weil ich heute Nachmittag noch kurz auf meinen anderen, in meine andere Welt reingeschaut habe, weil ich es nicht abwarten konnte. Und als ich da so drin war, ist mein Internet abgestürzt und ging dann gar nicht mehr. Aber jetzt geht's wieder. Deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass wir jetzt hier da sein können. So, die da hinten hauen wieder ab, ne? Oder kommen die noch her? Da oben ist auf jeden Fall noch irgendwo wer. Wo sind die denn? Sind die schon tot? Ah, die sind schon tot, ne? Oder sind die in der Wand? Naja. Die sind alle noch hier auf Stellung. Die essen schon, die sind schon fertig wieder. Ja, keine Ahnung, was mit ihm da noch ist. Okay, willkommen erstmal. Mal wieder, immer noch bei Palworld. Ich bin leider ein bisschen süchtig, weil es einfach so cool ist. Ja, guck mal, er ist hier irgendwo in der Wand. Ach, da unten. Komme ich da runter? Hallo? Kann ich dich hier pieken? Ja, klappt. Ich will dein Loot. Gib mir dein Loot. Ist halt die Frage, ob ich jemals wieder rauskomme. Wir können ja eigentlich überall hochklettern. Sieht ein bisschen gefährlich aus, was wir hier gemacht haben. Scheiße, ich komme hier nicht mehr raus, ne? Wir sind hier irgendwie im Fußboden drin, aber ich wollte sein Loot haben. Oh oh, haben wir eine Möglichkeit, wenn wir stuck sind, uns raus zu teleportieren? Warte mal, können wir ihn holen? Und aufmounten? Und können wir jetzt hier irgendwie raus? Wenn wir... Ja, guck mal. Ja, es wird was. Und wir können dich jetzt da auch noch rausholen. Ja, ein Traum, guck mal. Das hat doch funktioniert. Sehr gut. Was ich mir auf jeden Fall gemerkt habe, ist, wir brauchen Rüstung gegen Hitze. Und, ja, wir haben noch 7 Millionen Eier, glaube ich. Haben wir noch Eier? Ja, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Eier. Das sind kleine Eierchens. Haben wir hier noch welche drin? Stimmt, wir haben auch diese ganzen Baupläne bekommen, ne? Armbrust. Apropos Armbrust. Ich wollte auch meine Armbrust bauen. Fällt mir gerade ein. Haben wir noch nicht gemacht, ne? Wir haben immer noch den Dreifachbogen. Ich meine, mit dem Bogen sparen wir uns Pfeile. Aber ich meine, wir haben so viele Pfeile. Eigentlich müssen wir nicht sparen. Wunderschönen guten Abend, Anonymous. Frühstart, ja, ausnahmsweise mal. Sonst bin ich ja immer eher spät dran. Aber diesmal... Armbrust braucht Nägel. Und den Gleiter, den will ich auch noch bauen. Aber da brauchen wir Knochen. Machen wir mal Nägel. Wie viele Nägel machen wir denn mal? Machen wir... Wie viel brauchen wir? Machen wir erstmal so viele, wie wir nur brauchen. Oder brauche ich diese Rezepte in der Tasche, damit wir die bauen können? Gucken wir mal. Ja, was haben wir denn hier überhaupt? Bauplan, Federhaarschmuck haben wir ja schon, ne? Aber der ist eins besser. Ich nehme das mal einfach mal in die Tasche hier. Armbrust, Stoffkleidung, hitzeresistente Fellrüstung. Das klingt super. Ich glaube, dann lasse ich mal die Stoffkleidung weg. Wer packt denn hier schon wieder Steine und Holz rein? Das können doch nur die doofen Viecher sein. Das ist nämlich falsch da. Das gehört nämlich da drüben hin. So, wo war denn hier nochmal was? Das da. Das da. Steine hatten wir doch auch. Da. Geld ist hier noch mit drin. Stimmt, für Weizen wollte ich testen, bevor ich es wieder vergesse. Ob wir das hier... War hier nicht die Mühle irgendwo? Mühle. Ja! Irgendwer macht das. Irgendwer macht das bestimmt. Hauptsache, der Weizen wird nicht schlecht. Und wir kommen damit voran. Und die Zuchtfarm wollte ich auch noch bauen, glaube ich, ne? Alles vergessen. Ich habe einfach alles vergessen. So, kann hier noch irgendwas rein? Nein, kann hier noch irgendwas rein? Hier kommen die rein.
Dafür haben wir noch keinen Platz, ne? Ich habe echt Druck auf den Ohren. Ich hoffe, ich schreie nicht, weil ich nicht so gut hören kann im Moment. Aber ihr seht es mir hoffentlich nach, wenn ich doch schreie. So, warum macht das hier schon wieder keiner? Da drin ist ja eins fertig. Das habe ich ja ganz vergessen. Wir haben ja mehrere. Stimmt, wir haben ja noch einen zweiten Brutkasten gebaut. Ich denke, du kannst den Weizen auch wieder ernten. Das kann sehr gut sein. Was war da jetzt? Was kam denn da raus? Ich habe gar nicht gelesen. Ich bin so dumm. Oh, ich bin so dumm. Wir packen mal noch hier ein heißes Ei rein. Etwas kühl. Apropos, ich wollte noch mal gucken. Anonymous, du hast mir ja letztes Mal gesagt, du hast irgendwo anders gesehen, man kann da einheizen mit den Hitzeviechern. Ich habe, warte mal, wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Hier gibt es so eine Feuerheizung, habe ich gesehen. Die sehr teuer ist. Aber da kann ich mir vorstellen, Heizanlage und Schutz vor Kälte, wenn man das hinstellt, dass das vielleicht daneben dann angeheizt werden muss. So ähnlich wie der Kochtopf angeheizt werden muss. Oder auch das Lagerfeuer, wenn man da was machen will. Dass man das daneben stellt und dann ein Viech da drauf setzt. Dass es sozusagen dadurch heizt und dann quasi das Viech auch nützlich ist. Apropos, wir haben noch zwei Punkte. Die wollte ich auch mal... Kleiner Futterbeutel, was macht der denn? Schaltet bis zu einen Autofütterungsslot frei. Bei Hunger wird das im Slot ausgerüstete Essen automatisch verbraucht. Das ist eigentlich praktisch, ne? Dann müssten wir uns nicht mehr darum kümmern, aber... Oh, der Entsafter ist bestimmt auch nice. Ich glaube, ich will erstmal den... Voll den Enderhaken brauchen wir jetzt gar nicht mehr so dringend, weil wir eigentlich... Tragbare Laterne. Das Flugtier haben, die man sich an die Hüfte hängen kann. Geht bei Anruf der Dunkelheit automatisch an. Eine reicht normalerweise völlig aus. Voll cool. Aber die braucht antikes Bauteil, da haben wir so wenig von. Großer Futterbeutel. Schaltet bis zu 3 Autofütterungsslots. Ich glaube, diese Fütterungsdinger sind echt cool, aber ich habe schon festgestellt, als ich mal AFK war, man stirbt nicht, wenn man hungert. Ich weiß nicht, ob man nach Tagen irgendwann stirbt, aber ich habe mit einem HP stand ich da und war dann stand da dran ausgehungert. Aber ich bin nicht gestorben und mein Viech auch nicht. Deswegen nützlich, aber ich glaube, im Moment würde ich es weglassen. Dafür haben wir das eigentlich ganz gut im Auge nebenbei. Ne, wenn es mal wieder knapp ist, ja gut, dann essen wir halt schnell was, aber ich glaube, das würde ich eher sparen. Die ist schon nice und da gibt es ja dann nur noch Stufe 2. Das hat mehr Reichweite. Braucht eben auch diese antiken Bauteile. Das braucht hier, glaube ich, alles. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich als erstes mal den Entsafter noch lernen. Gibt es später noch irgendwas anderes Cooles? Einzelsperrenwerfer. Sphären. Ich bin auch bescheuert. Sphärenwerfer lassen sich Pelz auf große Distanz fangen. Waffenfließbandwerk. Was wir nicht alles brauchen. Ja, ich glaube, ich nehme einfach mal den Entsafter, ne? Ist das der hier? Tragbare Laterne? Nee, den, der... Wobei die Laterne auch nice ist, ne? Also, die, ich glaube, die wird auch das nächste, aber die braucht auch wieder 2 Punkte. Aber wir haben halt noch nicht mal genug antike Bauteile dafür. Hier könnten wir wenigstens, sobald wir das Metall haben, den dann auch bauen. So, auf jeden Fall lernen wir auch mal die Tonne, damit wir das machen können. Und ich muss diese hitzeresistente Fellrüstung. Ist das die richtige? Ich glaube, es gab noch eine andere, oder? Hier, tropische, da wo die arktische ist. Arktische haben wir ja schon gemacht. Tropische, Stoffkleidung tropischer Machart. Damit lässt sich Hitze besser ertragen. Für die Herstellung wird primitive Werkbank benötigt. Und was steht hier? Hier. Fellrüstung tropischer Machart. Fell und das andere ist Stoff, ne? Diese braucht Leder, das andere braucht Stoff. Ja, okay. Für die Herstellung wird für die Werkbank. Ich schätze mal, die ist besser, weil die braucht mehr Matz. Und Leder ist ja sozusagen das nächst bessere. Na, wir lernen mal die. Nur weil wir es gelernt haben, müssen wir das ja auch noch nicht unbedingt benutzen. Aber das können wir auch mal. Steinbau finde ich auch gut. Dann können wir vielleicht mal Steinteile auch bauen. Muskete. Uiuiui. Was es nicht alles gibt. Schießpulver. Minderwertige Munition. Dann können wir die halt so auch abknallen, ne? Betäubungsknüppel. Den Mob einen elektrischen Schock versetzt. So betäubte Pelz sind leichter zu fangen. Das ist nice. Das müssen wir auf jeden Fall auch lernen. Metallrüstung. Richtig gut. Bietet relativ guten Schutz und ist relativ schwer. Lernen wir auch mal. Was haben wir hier noch? Schützenhilfe, ja, okay. Metallhelm. Können wir auch nochmal lernen, aber ich glaube, Springbrunnen. Erhöht für Personal das Arbeitszimmer. Okay. Dekoratives Einrichtungsset.
Ja, ich glaube, diese dekorativen Sachen könnten wir eigentlich auch mal. Antikes Tischset. Könnten wir eigentlich auch mal holen. Dann können wir es ein bisschen hübscher hier machen. Bisher ist ja noch nicht so hübsch. Das lerne ich, glaube ich, auch nochmal. Das können wir zur Not mal hinstellen. Ein Ding können wir auch mal lernen. Holztor können wir auch mal lernen, ne? Fangeisen ist vielleicht auch nicht schlecht. Wir könnten eigentlich richtig viel coole Sachen. Ich will auch mal meine Kisten beschriften eigentlich. Ah, wir könnten so viele coole Sachen machen. So, was wollte ich denn jetzt als nächstes bauen? Das. Die Ausrüstung, Gott. So, guck mal, Nägel hat schon wieder keiner gemacht. Wofür brauchte ich nochmal die Nägel? Weiß ich schon wieder nicht mehr. Wo ist denn meine Werkbank? Das ist ja schon die große Werkbank. Ich bin auch ein bisschen verwirrt. Verwirrt. Das könnte funktionieren. Ja, wir probieren das mit der Tonne auf jeden Fall aus. Als erstes will ich mir aber jetzt gerne diese Hitzerüstung machen. Denn ich würde super gerne in diese Hitzeregion. Und ich bin auch echt gespannt, was in diesen Eiern drin ist. Wir hatten, glaube ich, das eine Ei ja gefunden. Upsi. Falsche Taste gedrückt. War das das hier auch, was hier drin ist? Dieses große? Ich glaube, das war das, ne? Heißes Riesenei, was da auch in dieser Region war. Ich bin so gespannt, was da rauskommt. Und ich hoffe sehr, dass es was Cooles ist. So, aber guck mal, hitzeresistente Fellrüstung, ungewöhnlich. Das ist die bessere davon, ne? Aber die braucht antikes Bauteil, das ist natürlich ein bisschen blöd. Weil ich gerade jetzt mit den antiken Bauteilen damit gerechnet habe, dass wir 5 Stück für diesen Entsafter brauchen. Aber es wäre schon nice, wenn wir die bessere bauen, ne? Das hier braucht auch antikes Bauteil. Komm, scheiß drauf, wir machen die. Wir machen die einfach, die wird ewig lange dauern beim Herstellen, ne? Dachte ich mir schon. Was haben wir denn noch alles gelernt? Die Heizung. Da brauche ich jetzt wieder Feuerdrüsen und wir müssen auf jeden Fall mal Metall irgendwie farmen, ne? Also Erz farmen. Haben wir noch ein bisschen Platz? Können auch mal wieder. Ich glaube, ein bisschen mehr Ausdauer will ich. Ach, guck mal, Arbeitstempo geht 50 hoch. Das können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Paldex, was haben wir da Neues? Wir haben schon echt viele, ne? Wir haben richtig viele, das ist so cool. Aber wir haben auch echt viele gesehen, die ich noch nicht mal, an die ich mich nicht mal erinnere. Gale Claw. Der sieht kacke aus. Grintale. Das sieht so cool aus. Ja, die war ja neu, relativ neu. Ach, der war im Ei, ne? B. 81b. Kelpsi Ignis. Ihre Persönlichkeit variiert je nach Wassertemperatur. Warum ist er Feuer und ist dann im Wasser? Die in warmen Gewässern geboren wurden, sind für gewöhnlich warmherzig und strotzen nur sofort Tatendrang. Feuererzeugungsstufe 1. Ja, stimmt. Wir haben den gar nicht angeguckt. Der ist da bestimmt geschlüpft, als ich nicht geguckt habe. Wie cool. Wo ist er denn? Wie cool er ist. Angsthase und fragil. Na, klasse. Das fängt ja schon wieder gut an. Angriff minus 10, Verteidigung minus 20. Ein Traum. Ich frage mich, ob wir die jemals irgendwie austauschen können oder ob wir einfach darauf hoffen müssen, dass die sich irgendwann verbessern. Der ist schon echt nice, ne? Den könnte ich eigentlich auch hier vielleicht ins Lager setzen, wenn der schneller arbeitet. Aber gut, er hat halt Feuerstufe 2, das ist halt einfach awesome. Aber wir packen mal den da rein. Packen den da rein und nehmen den mit. Nox könnten wir eigentlich auch hier lassen, ne? Ach komm, Nox, komm, weg, weg. Er war halt der Große, ne? Der Shiny. Der einzige Shiny. Ja, sehr cool. So, was wollte ich denn machen? Ich wollte die Tonne bauen. Das ist schon wieder fertig. Was kommt raus? Oh, gedrückt halten. Kann mal jemand meine Rüstung bauen? Sehr schön. Leaspunk. Ignis. Was ist Ignis? Wofür steht das? Sechster Sinn. Kann auf Befehl mit Hilfe seines sechsten Sinns Dungeons in der Nähe aufspüren. Cool. Feuererzeugung, Sammeln, Handwerk, Transport. Der ist awesome.
Ignis. Da stand doch, hier stand doch irgendwas bei dem von wegen, aufgrund der Herkunft haben die irgendwie bestimmte eigene Werte. Du hast es sogar geschrieben, du wolltest auch schauen, was du aus dem fertigen Ei rauskam. Bei dem kannst du dir auf jeden Fall sicher sein, dass er beim Kampf weit, weit, weit hinter dir steht. Ja, der mit den schlechten Werten hier, ne? Aber Ignis ist dann vielleicht, weil die hier beide aus dieser Feuerregion irgendwo gesammelt wurden. Vielleicht ist das deswegen so eine... Ja, ich weiß nicht. Unterart klingt irgendwie falsch. Was wollte ich denn gucken? Ich wollte nochmal in den Perldex gucken. Wo ist denn der andere? Grisbolt. Aber der sieht so niedlich aus, ne? Er sieht halt einfach aus wie ein Seepferdchen gemischt mit einer Robbe. So, wo ist Leaspunk? Leaspunk? Leads da. Ja, der ist auch B. Dann ist das vielleicht, weil es gibt Leaspunk normal vielleicht. Und vielleicht gibt es auch hier diesen, ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, normal. Und dann gibt es diese aus der Feuerregion mit Ignis. Ich stelle mir das, naja, so ähnlich vor wie ein Shiny, was es bei Pokémon normal gibt, so. Da, oder da gab es ja auch Alola oder Aloha und so und wie die ganzen alle heißen, die dann so ganz andere Statuswerte haben und sowas. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, die Tonne stelle ich hier rein, ne? Kann ich die schon machen? Nee, brauche ich immer noch Sachen für. Ja, 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 ja. Wir können jetzt Steinsachen bauen. Wir haben hier jetzt einfach zweimal Mausrad. Wow. Verteidigung, anderes Schild, okay. Und die Waffenwerkbank, da brauchen wir auch noch Nägel für. Die Zuchtfarm wollte ich auch unbedingt bauen. Die können wir eigentlich jetzt mal bauen, ne? Guck mal. Wo kann die denn mal hin? What? Wie riesig ist die denn bitte? Da haben wir ja gar keinen Platz. Wir haben hier noch irgendwo Platz, ne? Ist zwar ein bisschen blöd, weil wir dann da vielleicht nicht mehr so richtig langlaufen können. Kann ich die so halb über den Abgrund stellen? Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Ich hatte gehofft, wir können die so ein bisschen an die Seite stellen und vielleicht noch halb über den Abgrund. Ja, so dachte ich eigentlich nicht. Ich glaube, die Wahl meines Standorts war nicht so optimal. Ich will das jetzt auch nicht mitten in den Raum stellen, ehrlich gesagt. Guck mal, wir können das ja drehen. Verzeihung. Oh Mann. Ja, Husten ist schlimmer geworden, ihr hört schon. Überlappt ein anderes Objekt. Das ist doch Kacke. Das ist Kacke. Das passt hier gar nicht hin. Aber wenn ich das jetzt hier mitten in den Hof stelle, ist doch Mist. Das ist doch richtiger Mist. Abgesehen davon passt es hier offenbar nicht mal mitten in die Mitte. Ich muss das da hinstellen. Das passt ja nirgendwo hin. Hier stehen halt alle im Weg. Ich kann die Sachen ja auch nicht gut verschieben. Das gibt es in dem Spiel halt leider noch nicht so richtig. Ich meine, wir könnten das vielleicht, wenn ich das hier richtig sehe, ein bisschen nach rechts in den Felsen stellen. Geht das so? Boah, guck mal, so können wir es richtig in den Felsen bauen. Ich weiß noch nicht, ob das später Nachteile für uns hat. Da geht es vor allem nicht, weil da hinten dann... Ich darf das, glaube ich, auch nicht zu weit rausbauen. Weil es muss ja noch in unserem Radius bleiben. Aber es wäre mir halt ganz lieb, wenn wir hier sozusagen mit den Viechern links noch vorbeigehen könnten, ohne dass die buggy werden. Warte mal, war das hier schon ein Abgrund? Nee, da wo die Liane ist, geht's noch. So, geht das so? An diese komische Kiste hier kommt man auch noch dran, theoretisch. Die bauen hier noch mit. Hier könnten die rumgehen. Dass die da noch durchpassen.
Es ist auch scheinbar noch ganz gut im Blau. Ja, ich glaube, das ist die beste Notlösung, die wir so machen konnten. Wir bauen mal mit. Wie lange dauert das noch? Wo steht das denn? Gar nicht dran im Moment. Aber geht schnell, ich sehe es schon. Das ist so cool, wenn wir dann da irgendwelche Eier rauskriegen und die züchten. Also ist A die Elite und B die zweite Wahl? Du meinst jetzt im Perldex. Ich glaube, A ist ja das Normale, sozusagen. Also da steht ja nichts dran. B ist halt einfach nur so wie so eine Unterart. So als gäbe es halt, keine Ahnung, ein Radfratz. Ne? Das ist ja typischerweise so lila mit so einem beigen Bauch, weiß-beige. Und dann gibt es vielleicht Radfratze, die eben nicht normal draußen wohnen, sondern es gibt Radfratze, die, weiß ich nicht, in der Wüste wohnen. Und die sind eben weiß, weil damit sie besser hitzebeständig sind. Und sie sind halt dann nicht normal vom Element, sondern sie sind Feuer. Und genauso gibt es vielleicht Radfratze, die irgendwie schwarz sind, die oben auf so Gipfeln wohnen und die dann eben Eiselement haben. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Es kann natürlich sein, dass ich das falsch sehe. So, was können wir denn hier überhaupt machen? Wir müssen da wahrscheinlich männlich und weiblich reinpacken. Die haben ja alle Elemente. Die Perls müssen weiblich, männlich, männlich und weiblich sein. Eine Torte fehlt. Torte hatten wir doch beim Kochtopf gesehen, ne? Was brauchen wir denn für eine Torte? Aber die kann ich bestimmt nicht machen. Die war, glaube ich, so voll viel. Ja, Milch. Gut, Milch, keine Ahnung, wo wir die herbekommen. Vielleicht finden wir irgendwann noch Kühe. Eier kriegen wir hin. Honig, keine Ahnung, woher. Mehl machen wir gerade. Also Mehl, rote Beeren und Eier hätten wir. Das heißt, wir bräuchten Milch und Honig. Übrigens sehr gut bei Erkältung. Könnte ich jetzt auch gebrauchen. Aber haben wir leider nicht. Bewässerung. Wie viele Bewässerungsfuzzis haben wir denn? Eigentlich hier rumlaufen. Der kann Bewässerung. Wir haben nur ein, nee, zwei. Zwei mit Bewässerung. Naja gut, dann kommt ihr sicherlich dazu noch. Der kann auch gar nicht so wenig, ne? Der macht Feuer. Der macht Feuer 2. Der macht nur Feuer. Ich glaube, wir tauschen diese beiden mal aus und den lassen wir vielleicht hier. Dann kann der nämlich leveln, weil der ist Level 1. Das ist super low. Ich müsste mal noch wieder ein Ei ausbrüten. Funworm. Wir kriegen so coole Sachen aus den Eiern. Das packen wir hier rein. Funworm. Wo ist Funworm? Habe ich den im Inventar? Boah, wie cool der aussieht. Man kann fliegen, auf dem Funworm-Sattel benötigt. Uiuiui. Feuer und Transport 3. Boah, krass. Eigene Verteidigung plus 10. Richtig nice. Wann kann ich seinen Sattel lernen? Bestimmt erst mit Level 40 oder so. Da, mit 21. Wir können den schon lernen. Was braucht der? Metall, Faser, Feuer. Ja, natürlich brauchen die alle Feuer, ne? Aber voll cool, dass wir den schon können. Der ist vielleicht ein bisschen cooler zum Fliegen als unser Vogel. Also ich meine, mein Vogel ist super gut. Den mag ich sehr, sehr gerne. Aber es wäre einfach ein Feuerviech. Voll, voll gut. Vor allem, wie schnell wir jetzt diese ganzen neuen Dinger kriegen mit den Held C4. Ich glaube, wir haben einige da in dem Gebiet gesehen, als es dunkel war und deswegen haben wir die nicht gesehen. Das war der, wo wir dieses dicke Ei her hatten. Reptyro. Ich hoffe super dolle, dass der da auch rauskommt. Weil das war so 10 Meter neben ihm gefühlt nur. Vielleicht hast du ja noch eine Torte im Lager. Kann man die finden? Ich guck gleich mal, aber also Broncherry. Ich bin gespannt, wo wir das Normale davon finden. 81 und 81b. Cutress. Der ist so nice. Wie cool er einfach aussieht.